Weil Obsidian, glaube ich, war es nicht. Nein. Schwefel vielleicht. Nein. Ja, ich glaube, gegen Metalle kommt nichts an. Okay. Dann jetzt der Biodrucker. Rost. Rost, genau. Wir wollen Rost. Natürlich, dann brauchen wir. Wir nehmen jetzt das hier. Großer Feststofftank und Gas. Eingang und Ausgang. Die Wärmekapazität gibt an, wie viel Energie man in eine bestimmte Menge eines Stoffs zuführen muss, damit sich dieser um 1 Kelvin, das ist gleich 1 Grad Celsius, erhöht. Genau, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Kupfer nehmen, die Kapazität, genau, wir brauchen relativ wenig, also im Vergleich zu Sandstein, nee, Sandstein auch nicht. Doch, ich habe mich verlesen, das ist 0,3. Also wir brauchen weniger Energie, damit wir das schneller erhitzen können. 1 Kelvin, 1 Grad Celsius kann man hier gleichsetzen, weil es sich um eine Differenz handelt. Okay, ich kenne mich mit dem Zeug nicht sonderlich aus. In der Physik war ich, obwohl in der ersten Prüfung habe ich eine 1 bekommen, aber das ist, ich glaube... Ich weiß nicht, wann hat man das nochmal gehabt in der 7. Klasse? Also das ist jetzt... Das ist jetzt nicht unbedingt... Aber vom Grundprinzip habe ich es ja verstanden, nehme ich an. Genau. Und es gibt ja solche Platten, die Wärme leiten. Und zwar haben wir die schon... Nein, vielleicht unter... Wo haben wir die? Automatisch? Nein. Auf Deutsch finde ich sie nicht. Transport? Nein. Vielleicht habe ich sie noch gar nicht erforscht. Das kann auch sein. Ach doch, Wärmetauschplatten. Beschleunigte verlangsamt Wärmeverteilung abhängig von verwendetem Baumaterial. Genau. Und da müssen wir halt schauen, welche Sachen, also welches Material wir nehmen. Würden wir zum Beispiel jetzt mit unserem Zeug gerade was nehmen, was sich sehr schnell verteilen, also Wärme... verteilen soll, hatten wir ja. Beschleunigte verlangsamt Wärmeverteilung. Dann nehmen wir Kupfererz und wenn wir was langsam haben wollen... Keine Ahnung, habe ich nicht geschaut, Erde. Ah, das ist alles noch teuer. Vielleicht Magmatit. Es steht ja zum Glück da. Langsames Aufheizen. Oder hier. Gut, da steht es nicht. Hohe Wärmeleitfähigkeit. Also die Sachen helfen dann schon. Das ist ja thermisch reaktiv. Erhitzungstemperatur plus 20. Langsame Wärmeverteilung ist Magmatit das beste Material. Ja, ich glaube, davon haben wir recht viel. Ja, tatsächlich. Aber das... ja, da brauche ich jetzt lieber nicht hin. 900 Grad. Ja, vielleicht haben wir irgendwo anders was. Doch, ein bisschen findet man schon. 30 Grad. Jetzt haben wir noch was aus Sandstein. Dampf in der Basis. Echt? Nee, so heiß ist es nicht. Wir haben nicht 100 Grad hier. Wir haben hier ein bisschen Sohle. Hier. Nein. Sohle. Salz und Wasser. Schön. So, wo war ich? Ich wollte einmal kurz forschen. Das da. Dann hätten wir ein paar Sauerstoffmasken über der Sohle. Nee, ich glaube, das ist nur, weil hier fast 100 Kilo sind und der, wie sagt man das, ich pixel. Das Quadrat hier ist noch nicht voll mit dem Material, aber es ist schon für Sohle reserviert. Deswegen, das ist einfach nur Sohle und das drüber ist Kohlendioxid. Das, wie kann man das im Material, glaube ich, sehen? So, ist nur reserviert für das. Irgendeinen Hintergrund muss er sich nehmen. So wie hier beim Wasser, das ist einfach nur bläulich. Vielleicht hier ein bisschen gelblich.
So, Kolonieerfolg errungen. Ja, wir haben eine Automatisierung gemacht. Die wollte ich ja auch einstellen. Und zwar schaltet ihr einfach bei 95 ab und schaltet bei 5 an. So. Kohle haben wir noch ein bisschen. Ich wollte jetzt die Hedgefarm bauen. Dafür müssen wir ein bisschen aufräumen hier. Und ich wollte ja reinschauen, wie groß die Räume jetzt nochmal sein müssen. Oh, Barbecue. Das gekochte Fleisch eines besiegten Tieres. Es hat einen herrlich rauchigen Nachgeschmack. 12.000 Kilokalorien. Her damit. Ah, Teil. Sagt man Teil? Thiele? Teil? Ich glaube Teil? Teilset? Ja, Teil, glaube ich, war es. Oder Thielset? Ich kann es nicht Englisch aussprechen. Jedenfalls, ja, kann sich nur ein Stoff aufhalten, wenn es minimal Sol in dem... Ich sag mal Quadrat. Teil der Thiele. Wird der Rest auch weiß angezeigt, ja. Das sind so Wörter, die liest man, aber wie man sie sich ausspricht, wenn man das nie von anderen gehört hat oder unbedingt die Lautschrift angeschaut hat, boah, soll man es wissen? Okay. Genau, ich wollte den Raum anschauen. Stall. Und zwar S96 Felder. Wir machen natürlich große Räume für die Tiere. Die sollen ja glücklich sein. Und zwar bräuchten wir hier einmal 1, 2, 3, 4. Da oben erstmal, damit ich weiß, wie hoch. 96. Aber ich sollte erstmal wissen, was soll denn da alles rein? Wir bräuchten, damit die Tiere glücklich sind, eine Station und Futter. Und das. Also 5 Plätze. Fütterer, nein, die setzen wir hinten. Wir brauchen Stationen, eine Pflegestation 1. Ja, der lädt, da darf ich nicht, speichert, da darf ich nicht klicken. Sonst verzieht es wieder alles. So, wir brauchen 5 Plätze. Und eins dazwischen. So, jetzt habe ich vergessen. Ich glaube, es waren 96. 96 Felder. Perfekt. Bis hier hoch. Und da sind die Tiere ja ganz glücklich, die Hedges. Weil sie haben ja ganz viel Platz. Wie könnten sie glücklicher sein mit einem riesigen Turm? Ja. Und davon bauen wir jetzt ganz viele Türme. Wir wollen viele Hedges haben. So. Ich glaube, das reicht dann. So, dann bauen wir das einmal hier rüber. Und das nach oben. Und das hier hin. Und das dazu. Und das da auch zu. Und das hier hin. Weg mit dem Zeug. Das kann ich auch ein bisschen ausgraben. So, dann brauche ich noch ein bisschen. Ich glaube, hier war es. Damit ich den Raum hier oben nutzen kann. Das können wir auch ausgraben. Wegbauen. Ich ja jetzt keinen Platz mehr für Leitern habe, setze ich die mal hier rein. Und in der Mitte oder nicht? Ich glaube am Rand. Und dann können sie da unten am Rand arbeiten. In der Mitte, dann kommen sie an der einen Seite nicht ran. So kommen sie ran. So, und da habe ich vor, dass ich das später auch noch automatisiere. Und wir dann eine schöne automatisierte Edge-Fabrik haben.
So, temperaturmäßig sieht es auch gut aus. Vielleicht können wir die Batterien sogar hier runtersetzen. Sollte ich vielleicht als nächstes machen. Dann sind sie nicht mehr hier oben und stören die Farm. So, dann bauen wir noch mehr Stationen auf. Kopieren. Und dann noch ein Drop-Off-Punkt oder Tieraussetzer. So. Und dann hätte ich gerne noch eine Gittertür. Ich kann es auch nicht aussprechen. Pneumatisch. Pneumatisch. Keine Ahnung. Tür, Gittertür. Das passt schon. So, hier auch. Da und da und da. Und da noch eine Leiter hin. Perfekt. So, das kann weg. Erstmal weg von hier. Ein bisschen schneller weg damit. So, und was nehmen wir? Kohle. Wir brauchen Kohle. Weil wir jetzt schon 25 Kilo haben. Finde ich ganz gut. Den könnt ihr erstmal abschalten. Gebäude deaktivieren. Wir brauchen jetzt die Arbeiter. Hier mehr den Kohlegenerator. Vielleicht schafft er das schon. Weil der braucht ja nur 120. Der da auch nur 120. Das reicht. Ganz sicher. So, und bei Forschung könnten wir mal schauen, können wir die Sachen schon bauen? Wo ist der Transporter? Da, da haben wir schon, okay. Dann können wir erstmal das da erforschen. Materialwissenschaftliche Forschung. Warum nicht? So, und das unten kann auch weg. Ungültiger Konstruktionsort. Ja, ich sehe den Ort nicht. Egal, ist auch wieder weg. Ja, wir haben lange Maschinen verschüttet. Ah, schon wieder Sand. Weg mit dem Sand. Das wird schön. Ja, dann können wir mal auf den Transport schauen. Ja, dafür brauchen wir wieder Dings. Ja, die Kohle würde ich dann erstmal erzeugen, Strom, und dann auf die Metallschmelze umsetzen. Bevor ich wieder immer das halbe verliere. Brauchen wir aber noch Metall. Ich glaube, das reicht von den Kabeln nicht. Ja, doch, das wird reichen. Dann können wir die auch schon mal machen. Ja, die Batterien sollte ich sowieso umziehen. Hier runter. Dann können wir das schon mal vorbereiten. Ja, aber das müssen wir hier sowieso. Die Lampe erstmal ja. Batterien aber nicht. Und das können wir auch schon. Ja. Ja, dann bereite ich das schon mal mit der Batterie vor. Aber diesmal mit Prio 4. Da geht unser ganzes Kupfer weg. So,
auch nochmal verbinden. Super. Und das sind die schon mal geschlüpft Wühlmauswelpe. Ja, könnten da mal alles essen. Und eingelagert wird auch schon alles im Lager. Es liegt fast nichts mehr am Boden. Hat jemand Erde hinterlassen? Wer war denn das? Bestimmt der Regolith. Ja, ja. Erde kommt raus. Das war 50% von dem, was er ist. Oni habe ich schon mal, ich glaube, durchgespielt, ja. Aber es ist schon etwas fair. Deswegen weiß ich schon mal, wo ein paar Sachen sind, um die man sich kümmern sollte. Wie die Temperatur, die ich relativ schnell versiegelt habe. Mir ist zwar am Anfang Rowan verhungert. Da habe ich das ein bisschen wieder unterschätzt. Dass Essen sehr schnell ausgehen kann. Was noch? Genau, Wasser habe ich ziemlich sparsam verwendet. Weil wenn man da sehr schnell auf wenn man das für Sauerstoff hernimmt. Sneaky, no scope. Und du bist noch am Träumen. Du träumst noch. Wach auf. Entschuldigung. Wir sind fast fertig. Nein, was heißt fast? Das dauert doch ewig. Genau, um Wasser kann ich mich dann auch kümmern. Und zwar, indem ich das filter. Aber ich brauche erstmal Strom. Alles hängt jetzt am Strom. Ach so, wo bist du? Ja, ja, Entschuldigung. Missverstanden. Wo bist du? Ich glaube, ich habe dich hier gesehen. Ja. Du bist gerade am Forschen, aber wir können ja verfolgen. Wegfindung zeigen, nein, Verfolgerkamera. So. Du arbeitest gerade ein bisschen hier. Und du kochst ein bisschen leckeres, was war das? Mehlläuse in Essig. Nochmal in Essig. Und was hast du noch alles vor? Dann wirst du ein bisschen bauen. Und sehr viel bauen. Und einlagern und bauen. Ja, gutes Essen. Ich würde sogar, wenn ich das mit dem Strom hinbekomme und das Wasser schön kühlen kann, auf Dornenblütensamen, also auf Dornblüten setzen. Damit die leckere Dornenbeere haben. Leider ist sie relativ wasserintensiv. Sie braucht leider sehr viel Wasser. Sand, ja, warum nicht? Ich traue mich jetzt noch nicht mehr Tubes zu holen. Weil der Sauerstoff ausgehen könnte. Weil der warnt mich immer die ganze Zeit. Hin und wieder. Ah, keine Forschung. Machen wir mal. Das da. Apotheke. Warum nicht? Die sind ja alle krank. Etwas. Gerade nicht. Okay. Da hat er das weggegraben. Dann mache ich das mal zu. Stimmt, und was wir jetzt auch mal machen können, ist das Kabel nach unten setzen. Ja. Dann bauen wir oben nicht eine Küche, einen Speiseraum hin. So, das machen wir mal ein bisschen schneller hier. Bis auf das. So, da können wir die Kabel da oben wegreißen, weil die haben ein ziemliches Malus von Dekoration.
Man möchte sogar sagen, die Kabel sind potthässlich. So, weg mit den Kabeln. Jetzt kommt die Gittertür. Her damit. Und wir könnten das zumachen. Und dann, was braucht der Raum alles? Wir wollen keinen Speisesaal. Nein, wir wollen nicht nur einen Speisesaal. Nein, wir wollen eine große Halle. Und zwar brauchen wir einen Kantinentisch, ein Erholungsgebäude und Dekoration. Nahrung. Ich glaube, das war bei Google. Ja. Wir haben gerade 8 Stück. Aber vorher hätte ich gerne, damit ich das ein bisschen planen kann. Wo haben wir das? Ah, ein Wasserkühler. Das günstigste. Das reicht nämlich als Erholungsgebäude. Ich glaube, das bräuchten wir. Ja, ein Erholungsgebäude muss drinnen sein. Und dann machen wir wieder, ups, Möbel. Wo seid ihr? Kantinentisch. 1, 2. Ich glaube, da mache ich eine Statue hin. 2, 3, 4. 1, 2. Dann machen wir 10. Dann können wir noch ein Tube holen. So, Metallblock. Nein. Großer Skulpturblock. Und zwar mit dem schönsten, was wir gerade haben. Dekor plus 10. Nein. Dekor plus 20. Ich glaube, Granit war das schönste. Und sie freuen sich am thermisch reaktiv. Nein. Granit soll es sein. Und dann nehmen wir noch ein paar Hängetöpfe. Da. Und da. Dann mache ich da oben eine Lampe hin. Soll ja schön hell sein. Und auch eine Lampe. Da können wir hier auch einen Hängetopf machen. Oh, ich würde gerne. Aber dafür brauchen wir Fasern. Keine Leinwand. Schade. Aber wir können Eckenleiste nehmen. Warum nicht? Aus Granit. Einmal dahin. Und wo ist meine O-Taste? Da. So, und dann nochmal Granit. Dazwischen. So, und das machen wir mal ein bisschen schneller. Damit sie einen Raum haben, in dem sie essen können. Weil bislang essen sie alle noch hier an der Leiter. Da geht es auch ein bisschen weiter. Ah, da sammelt sich ein bisschen viel Sohle. Ich sollte das hier mal absperren. Und ich sollte das automatisieren mit einem Schalter. Ah, dafür brauchen wir Dingens. Aber ich kann ihn manuell hier abschalten. Das geht ja auch. Ja. So, neue Errungenschaft. Gutes Ei. Lassen Sie eine neue Gestalt eines Tieres aus einem Ei schlüpfen. Habe ich das geschafft? Wahrscheinlich hier drin. Oh ja, wir haben ein Salbei-Hatchling. Ein alberner kleiner Salbei-Hatchling. Was machen denn Salbei-Hatchlinge nochmal? Ich glaube, die waren die, die hinterlässt Fleisch. Ja, aber die essen zum Beispiel Erde, Schleim, Algen. Eher biologisches eher. Ja genau, wie ganzes Essen. Mahlzeiten können sie essen. Die fressen das Futter weg. Ja, ja. Die fressen unser Essen. Genau, und die bringen nur ganz wenig. Ich glaube, im Gegensatz zum Hedge. Wo bist du, Hedge? Nein, das ist Sauerstoff. Hedgeling? Nein, Hedge. Da. Hedgeling. Ich glaube. Weg damit. So. So, die essen nämlich, genau, sieht man es auch ganz klar, wenn sie diese Nährstoffriegel oder zum Beispiel unser Essen wegessen,
Wir produzieren ja viel weniger Kohle. Im Gegensatz dazu, wenn sie unser, zum Beispiel unser Sandstein essen. Wo ist denn der Sandstein? Wo bist du, Stein? Oder zerstoßener Stein? 70 Kilo machen sie da halt. Wir wollen ja erstmal Kohle, weil wir unsere Kohlegeneratoren aufbauen. Deswegen so ein Sage-Hedge, also Salbei-Hedge, ich glaube Sage heißt auf Englisch oder Sage, irgendwie sowas. Das bringt uns nicht viel. Ach, machen wir Oxylit. Dann packen wir den mal hier runter. Hier ins Wasser rein. Dann kann er ja nicht zu Sauerstoff werden. Ja, da wird er schon zu Sauerstoff. Baut mal das schneller. Sehr schnell. So, und dann bräuchten wir jetzt verbrauchbares Erz. Ja, Oxylit. Schnell rein damit. Und da schalten wir mal Oxylit aus. Weg damit. Einstellung übertragen. Ja. So, perfekt. Dann wieder auf 9. So. Dazu Zuckerwölchen. Da habe ich Stein und später Metall-Hedges. Besser. Stimmt, die Metall-Hedges gibt es ja auch noch. Hm, vielleicht sehen wir das hier. Hedge. So. Der Hedge hat keine Augen und ist völlig blind, obwohl ein lichtempfindlicher Fleck auf dem Kopf in der Lage ist, selbst kleine Veränderungen im Oberlicht zu erkennen, sodass er dunkle Höhlen und Tunnel bevorzugt. Beim Versuch, einen Hedge zu streicheln, machen Unerfahrene den Fehler, zu schnell nach dem Kopf der Kreatur zu greifen. Dies löst eine Angstreaktion beim Hedge auf, denn ihr lichtempfindlicher Hautfleck, das parietale Auge, interpretiert diese plötzliche Lichtveränderung als ankommendes Flugraubtier. Es gibt Flugraubtiere? Wahrscheinlich früher da, wo er gelebt hat. Es ist schwierig, die Ernährung des Hedges zu klassifizieren, da sich der Begriff Allesfresser nicht auf die anorganischen Materialien erstreckt, die sie aufnehmen kann. Ein passender Begriff ist Tutumbore, da er in fast jedem bekannten Stoff Nährstoffe finden und aufnehmen kann. Der richtige Weg, einen Hedge zu streicheln, besteht darin, einen der vier Füße zu berühren. Vier Füße tatsächlich. Da achtet man ja gar nicht drauf. Einen der vier Füße zu berühren, um sie, ja natürlich, sie krabbeln ja, um sie zuerst auf deine Anwesenheit aufmerksam zu machen, dann entweder den weichen, segmentierten Unterbauch zu kratzen oder den dicken, chitinösen Rücken der Kreatur fest zu klopfen. Aber keine Sorge, Zuckerwölchen. Ich verspreche mich andauernd. Metall-Hedge. Okay, schauen wir mal. Das gute Metall-Glatt-Hedge. Glatt-Hedge genießen es, sich in den Boden zu vergraben und scheiden raffiniertes Metall aus, wenn sie mit Metallerzen gefüttert werden. Und daraus. Ja, ja. Ein kleiner Verlust gibt es dann auch. Ich glaube, bei der Metallschmelze gibt es gar keinen Verlust. Aber dafür leider sehr viel Hitze. Aber wenn man, glaube ich, einen Vulkan hat, der. Na, wohl, ein Vulkan spuckt sowieso Schmolzenes aus. Nein, ich sehe ihn nicht in meiner Basis. Ich sehe die normalen in meiner Basis. Die Kohle produzieren. Wir sind sehr modern. Und da ist schon einer drin. Fühlt sich dann schon wohl hier drin. Perfekt. Hätte genug Platz.